Hi Freunde, Affel ist zurück, da sind wir wieder. Wieder eine DayZ-Challenge heute. Im letzten DayZ-Challenge-Video, da hatten wir ja ausprobiert, wie man so überleben kann im Spiel. Wenn man auf konservierte Lebensmittel verzichtet, also alles auf oder aus Verpackungen. Und ich bin dann auf eine Idee gekommen. Also erstmal danke für die ganzen Rückmeldungen unter dem letzten Video, da haben viele von euch erwähnt, dass es cool wäre, wenn ich nochmal irgendeine Challenge mache. Und ich bin auf so eine Idee gekommen, denn ich bin der Überzeugung gewesen, als dieses Feature eingeführt wurde vor langer Zeit, dass die Zombies auch Nahrung vermehrt bei sich haben und auch Werkzeuge, Gegenstände und so weiter. Da hatte ich das Gefühl, dass die Zombies vor allem am Strandbereich teilweise echt ein bisschen zu viel sogar bei sich haben und man sogar relativ gut nur mit dem Killen von Zombies überleben kann. Ja, und oh, was ist denn hier passiert? Der Baum hier? Wächst der immer so? Oder ist der so schief platziert von den Entwicklern? Okay, naja. Ja, dass es eigentlich relativ einfach ist zu überleben, indem man einfach nur die ganze Zeit Zombies killt. Und das war auch sogar damals so, genau so in den Patch Notes gestanden, dass die Häufigkeit, dass Nahrung bei Zombies im Inventar sich drin befindet, vor allem am Strand höher ist. Ich vermute mal, dass die Entwickler da irgendwie ausgleichen wollten, dass der Strand ja meistens sehr überfarmt ist, ne? Also zu viel weggelootet wird. Sonst klettern wir mal hier drüber, wenn der Charakter heute noch sagt, dass er Bock drauf hat. Ja, danke. Und ich will dem Ganzen heute mal auf den Grund gehen. Also mal schauen, ob sich das mittlerweile gebessert oder geändert hat. Vom alten Stand betrachtet, als ich zuletzt DayZ so richtig aktiv gespielt habe vor ein paar Jahren, da war es halt wirklich so, da konnte man easy einfach nur Zombies killen und ist locker durchgekommen. Und jetzt bin ich mal auf einen Server gegangen, der auch ein paar Spieler drauf hat. Die OP-Hose, ich glaube, die ist, nee, die ist kein Upgrade. Und wir testen jetzt einfach mal, wie das so ist mit den Zombies. Ob die jetzt wirklich genug zu essen geben. Diese, jetzt hätte ich fast Militärzombies gesagt. Diese Arztzombies hier, die lohnen sich übrigens auch zu killen. Ja, die Faustangriffe wurden auch ein bisschen stärker in DayZ, ne? Drei Faustangriffe und die fallen um. Ja, diese Arztkittel-Zombies oder ne, Sanitäter-Zombies, die lohnen sich auch zu killen, denn ich habe schon öfter mir den Hintern retten können, weil die dann einfach mal Medikamente bei sich hatten. Also Zombies killen an sich lohnt sich schon unter bestimmten Voraussetzungen. Vorausgesetzt, man hat halt wirklich genug Lebenspunkte gerade übrig und beherrscht den Nahkampf ein bisschen. Ansonsten ja, am liebsten halt mit Pistole und Schalldämpfer, ne? Nehme ich auch immer ganz gerne mit. So, und nebenbei müssen wir gucken, wir brauchen auf jeden Fall ordentliche Kleidung. Ah, hier ist natürlich alles weggelootet, ne? Da sind wir wieder beim Thema, der Strand ist überfarmt. Eigentlich hatte ich jetzt vor, nicht mit dem Charakter zu rennen. Aber, ja, jetzt sind wir schon... Oh, eine Policeweste, okay. Ja, die hat jemand von der Stadt hierher mitgetragen. Ah, das ist gut hier, ein Wärmekissen. Das wird oft unterschätzt. Also das Teil hier nehme ich auf jeden Fall erstmal mit, geöffnet. Oder aktiviert, genauer gesagt. Damit wir hier nicht durch... Oh, okay, das sind viele Zombies. Die müssen wir ausschalten. Da gehe ich jetzt erstmal ein Stück zurück. Ja, wegen Wärme halt, ne? So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ups. Und dann hoffen wir mal, dass vielleicht der hier sogar schon eine Waffe bei sich hat. Ah, schade. Also es macht den Eindruck, als wäre das ein bisschen reduziert worden. Dass die Klamotten... Ach Quatsch, nicht Klamotten. Ich meinte, dass die Waffen und Nahrung bei sich haben. Autsch. Ja, das ist jetzt genau das, was ich eben vermeiden wollte, dass ich hier... ...gleich zwei Zombies auf einmal am Hut habe. Ah, hier, Infizierter. Er hat ein Plus-Symbol, aber ich kann ihn nicht looten, weil er hier reingeglitscht ist. Naja gut, wir wären ja nicht in DayZ, wenn nicht irgendwas glitschen würde.
Der Bohemia Interactive Clunk, der muss natürlich immer mit drin sein. Ey, genau der, der ein Item bei sich hat, genau der glitscht da jetzt rein, oder? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Oh nö. Wahrscheinlich hat genau er was zu essen dabei. Mal schauen, kriegen wir ihn vielleicht doch noch irgendwie. Ah, da hat was geblitzt gerade. Oder? Ich habe ihn gerade ganz kurz aufleuchten sehen, links oben. Mal schauen, wenn wir das wegnehmen vielleicht. Ja, den Infizierten können wir looten. Mal schauen, wenn ich mich ducke. Nee, keine Chance. Ah, das ist ärgerlich, ne? Gerade er, wo jetzt hier das Item bei sich hat, das wurmt mich jetzt gerade. Egal. Das kostet jetzt zu viel Zeit, bis ich den jetzt gelootet habe. Und dann hat er am Ende wahrscheinlich nur eine verfaulte Tomate bei sich. Versuchen wir es mal bei dem nächsten Zombie. Also was mir aufgefallen ist, die haben das anscheinend jetzt genervt. Die haben nicht mehr so viele Items. Autsch. Nicht mehr so viele Items bei sich. Oh, was haben wir da? Ah, geil, ein Messer. Perfekt. Zwar nur ein kaputtes, aber das ist zum Bekämpfen ja auch schon mal gut. Oh mein Gott, das wollte ich jetzt nicht, dass da von der Seite noch einer kommt. Haben die Zombie-Modelle überarbeitet? Die schauen irgendwie besser aus. Ah, schade, der hat auch nichts. Was ist mit seinem Hut? Ah, ruiniert. Ja klar, wegen Kopfangriff. Messer auf Kopf. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach, schau her, hier eine Wasserflasche. Also die darf ich jetzt nicht nutzen, die Flasche. Denn wir wollen ja nur mit Nahrung von Zombies überleben. Aber als Schalldämpfer kann ich das Teil ja trotzdem benutzen. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau, also klar, die haben offensichtlich die Droprate von Nahrung bei Zombies verringert. Aber was mir aufgefallen ist, dass vor allem so Dinge wie Obst, und das haben ja, oder halt auch Gemüse, das haben ja Zombies teilweise bei sich. Und das gibt mittlerweile ein gutes Stück mehr Energie. So Obst und Gemüse in DayZ. Und allgemein ist ja der Nährwert von bestimmten Nahrungsmitteln wurde deutlich erhöht. Das heißt, wir haben einen Ausgleich zu dem Umstand, dass man weniger durch die Zombies bekommt oder allgemein weniger findet vielleicht. Wer weiß. Komm bitte, lass da eine Spitzhacke drin liegen. Ah, schade, leider nichts. Okay, so, dann next step. Da vorne die Häuser. An der Stelle muss ich mich fragen, warum haben die Entwickler das eigentlich immer noch nicht zurückgebracht, wie damals in der Alpha? Dass man hier, weil ich gerade so auf den Boden geschaut habe, bin ich drauf gekommen, man kann ja Würmer ausgraben für Angeln. Und ich weiß noch in der Alpha, wie man im Notfall die Würmer einfach so essen konnte. Und ich glaube, ich habe sogar damals in der Alpha schon ausprobiert, ob man die Würmer sogar kochen kann. Und ich glaube, das hat nicht funktioniert. Ah, eine beschädigte Tomate. Schade, die darf ich natürlich nicht essen, die Tomate, ne? Aber ich nehme sie trotzdem mal mit für den Notfall. Also wenn wir kurz vor dem Abnippeln sein sollten, dann werde ich natürlich den Kram essen. aber wir versuchen es jetzt erstmal so. Da oben haben wir diese eine Stadt mit der Police. Die wäre ganz geil. Denn meine Idee wäre auch die gewesen, dass ich praktisch durch eine Feuerwaffe und ein bisschen Munition vielleicht schaue, ob ich das irgendwie hinbekomme, die Zombies anzulocken. Durch Schüsse sozusagen. Ja, ihr merkt schon, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren beim Kämpfen. Denn die dürfen mich auf keinen Fall hitten, die Zombies. Denn der Hunger an sich zieht ja schon genug Leben ab. So, ein paar Ersatzschuhe. Ja, nehmen wir mal mit. Ah, sehr gut, Munition. Die können wir brauchen.
Oh. Okay, den Kollegen brauchen wir. Der hat eine Schutzweste. Nee, nicht Schutzweste, Quatsch. Quatsch, der hat eine Trageweste, aber ich habe noch keinen Rucksack, deswegen ist die Trageweste sehr nützlich für mich. So, erstmal verbinden. Okay. Ups, Hallöchen. Ich glaube, die Reichweite von den Schlägen wurde auch verringert, oder? Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, doch. Ab und zu trifft das nicht, obwohl es treffen sollte. Vielleicht ziele ich auch zu hoch. Wer weiß, was die da angepasst haben. So, zack. Ah ja. Da hat ein Spieler... seine Hose fallen lassen. Oh, hallo. Oh. Hallöchen. Was hat denn der für Muni drin? Hä, hey, Leute, da ist ein Spieler. Ne, warte mal, falsche Jacke hier. Die ziehen wir an. Hä, hey, lol. Okay, wir haben sehr viel Glück gerade. Da hat anscheinend jemand aussortiert. Ich darf mich natürlich bei dieser Challenge hier wehren gegen andere Spieler. Das ist ja klar, ne? Alright. Ja gut, dann sind wir schon mal konkurrenzfähig. Autsch. Aber nicht mit gelbem Leben. Ja, die Militärzombies zu killen, ist eigentlich auch Quatsch, ne? Die haben ja kein Essen bei sich. Ja, wobei andererseits, wenn die ein Messer bei sich haben, dann gleicht sich das ja wieder aus, weil ich damit schneller die Zombies bekämpfen kann. Ah, hier, 9 mm. Ups. Ja, cool, cool, cool. Mal schauen, dann müssen wir jetzt nur noch hier gucken. Ja, da ist kein Tisch, da ist nichts dran. Aber hier vorne noch, bei dem Auto vielleicht. Bei Livonia lohnt sich das immer, ne? Das sind diese Humvees und bei den Humvees... Ja, wobei hier bei dem Humvee war ja auch Loot gerade, ne? Das haben die auch irgendwie ein bisschen besser gemacht. Mittlerweile spawnt bei den Humvees hinten jetzt auch... Oder ringsrum halt immer Loot. Ah, eine Zündkerze. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich Schluck aufbekommen. Ja gut, wir könnten jetzt hochgehen in diese eine Stadt... mit recht vielen Zombies, aber da ist halt die Gefahr auf Spieler größer. Aber ich habe so wenig zu essen, jetzt gerade schon Intus. Intus vor allem. Ich muss da jetzt hochgehen. Wir haben keine andere Wahl. Da sind die nächsten Zombies. Ist vielleicht auch ein Fehler gewesen, dass ich zu rennen begonnen habe. Ja, aber was will ich machen, ne? Ich muss ja schnellstmöglich irgendwie an mein Essen kommen. Ja, oder andererseits, nee, komm, wir laufen mal hoch. Dann haben wir nur einen Strich nach unten statt drei. Ja, ich lauf mal hoch, Leute. Ah, nice. Ein Spaten gefunden. Das steigert meine Chancen. Okay, Freunde, bis jetzt sieht's nicht so gut aus. Ich habe mich jetzt entschlossen, doch zu rennen. Denn das ist das Schnellste, was ich momentan noch kann. Also... ein Problem habe ich schon mal. Ich bin jetzt nicht direkt bei einer Stadt gespawnt. Beziehungsweise ich hätte schon nach Elektro laufen können, aber... ja, ich dachte mir so... ah, das sind Wildschweine. Ja, die könnte ich jetzt zum Beispiel mit der Schrotflinte noch killen. Ja, aber... ist ja nicht Teil der Challenge, ne? Warte mal, wir müssen das hier noch so anordnen. Genau. Warte mal, was... auch möglich sein müsste. Man kann doch sicherlich die Zombies auch durch Fenster durchkillen mit dem Messer. Ich überlege gerade, ob ich mich in so ein Gewächshaus vielleicht reinhocken möchte und dann einfach rausprügeln. Ja, da hätten wir schon die ersten Zombies. Dass ich aus der Sicherheit heraus praktisch die Zombies verkloppe. Wir testen das mal mit dem einen Zombie hier gleich.
Autsch. Ja, das geht. Okay. Dann machen wir es jetzt so. Boah, das war laut. Holy. Okay, ich muss ja gerade mal eben... Aus irgendeinem Grund sind die Schüsse mega laut. Boah, wo bleiben die Zombies jetzt? Komm schon. Ah, der hat auch nichts zum Essen dabei, schade. Hey, cool, da hinten kann man ja rausgehen. Das wusste ich noch gar nicht. Ah, verdammt. Wieso kommen die Zombies jetzt nicht? Ich habe doch einen lauten Schuss abgefeuert. Da ist ein totes Huhn. Ach, sag bloß, die Zombies killen mittlerweile die Hühner. Hey, tatsächlich, da liegen lauter Sachen rum. Das klappt aber irgendwie nicht so ganz, diese Challenge. Hey, doch, tatsächlich. Ah, nein, 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 nein. Oh, einer von denen muss was dabei haben. Oh nein. Ja gut, ich glaube, das war's, Leute. Also, der Versuch ist schon mal fehlgeschlagen. Der Versuch ist schon mal definitiv fehlgeschlagen. Oh komm, wir müssen irgendwie die Zombies anlocken. Alter, sind die Zombies... die Schüsse laut. Hä, aber krass, die Zombies, die killen wirklich mittlerweile alle... alle Tiere in der Spielwelt, ne? Ist mir so aufgefallen. Ja, und das war's. Okay, das hat nicht funktioniert. Aber wir machen einen neuen Spawn und gucken mal, wenn wir jetzt in irgendeiner Stadt ankommen, werden wir mal in Schrittgeschwindigkeit ohne zu rennen dorthin gehen, weil das war nämlich gerade der größte Fehler. Wir versuchen es noch ein zweites Mal, denn ich glaube nicht, dass das jetzt so ein repräsentativer Versuch gerade war. Oh, das sieht, glaube ich, schon... Ah, ja, oder? Berezino, oder? Nee, warte mal. Hä? Moment mal, wo bin ich denn? Hä? Ach, Elektro, oder? Oh, instabile Verbindung. So. Ja, ich habe ja schon hier und da gehört, dass auch die Map hier und da umgearbeitet wurde. Anscheinend wurde hier dieses... kleine Dorf zwischen Tscherno und Elektro? Hä, warte mal. Also ich glaube, das hier ist noch neu, oder? Diese Häuser hier. Ich bin mir nicht sicher, das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, die Startup-Pflaume, weg damit. Das ist nicht Teil der Challenge. So, und jetzt machen wir nur mit Gehen, Leute, denn... Ja, doch, ich habe schon auch erhöhte Energieverbrauch. Auch wenn ich nicht renne. Problem ist nur halt jetzt die Kleidung, ne? Vorhin hatten wir recht schnell bessere Kleidung gefunden. Und deswegen hatten wir relativ wenig Energieverbrauch. Das müssen wir halt jetzt nochmal neu farmen. Oder looten. Aber wir haben ja zum Glück ein paar Häuser hier. Eigentlich müsste ich auf jeden Fall Richtung Elektro gleich gehen dann. Das mache ich jetzt dann im Uhrzeigersinn. Ah, super, der Zombie da vorne hat auch schon einen Rucksack. Einen Rierer Rucksack. Okay, perfekt. Das ist schon mal gut für mehr Tragekapazität. So... Oh, hi. Okay. Tja, loot-technisch ist hier natürlich jetzt mager, weil hier alle immer alles komplett zu Tode farmen. Aber dafür wurde ja das Essen bei den Zombies von der Spawnrate her damals erhöht. Bis jetzt macht es auf mich halt nicht den Eindruck, als wäre das immer noch so krass wie früher, als das neu war.
Aber wir schauen mal, ne? Ich gebe noch nicht auf. Den einen Versuch, den will ich jetzt nochmal durchziehen. Was vielleicht auch sinnvoll wäre, ein Feuer zu machen und sich das Plus abzuholen. Dieses Feature, was die Entwickler von The Long Dark übernommen haben. Allgemein, viele wissen das gar nicht. Ich weiß nicht, ich könnte da mal vielleicht irgendwann ein Video drüber machen. Plane ich ja sowieso. Mal über Survival Games, die ich persönlich besonders gut finde. Dass ich da mal so ein extra Showcase auf meinem Kanal mache, denn in meinen Augen gibt es einige Spiele, die das echt verdient haben. The Long Dark gehört da dazu. Und was viele gar nicht wissen ist, dass The Long Dark. Ah, hier, dunkle Rinde. Dass The Long Dark sozusagen Pate stand für einige Survival-Mechaniken in der Version 1.0 von DayZ. Viele wissen das gar nicht. So, also was wir auf jeden Fall machen jetzt, damit ich nicht so schnell Energie verliere, werde ich jetzt gleich ein Feuer machen. Da kann ich euch gleich einen coolen Trick zeigen, den kennen vielleicht ein paar von euch noch gar nicht. Ihr könnt nämlich auch einen Besen einfach auseinanderbrechen, dann bekommt ihr mehrere Stöcke raus. Den Helm nehmen wir auch mal mit. Der Helm ist eh ganz praktisch. Dann hat man Schutz vor Schlägen, so ein bisschen. So, und das war's mit den Gebäuden hier. Genau, jetzt hätten wir da vorne noch die ganzen Gebäude. Da sind aber auch viele Zombies. Wir müssten eigentlich die Gebäude auf jeden Fall mitnehmen hier vorne. Aber erst machen wir das Feuer. Ah, ich darf nicht rennen. Das ist ein Fehler. Ja, starten wir das Feuer, dann mache ich kurz Aufnahmepause und wenn ich das Plus-Symbol habe, dann geht es dann direkt weiter. Ah, die Äpfel hier, ich würde sie so gerne essen. Zumindest den vertrockneten. Aber wir dürfen nicht. So. Zack und zack. Halt, warte, wir nehmen das Messer in die Hand. So, den Besen aufteilen. Dann bauen wir uns daraus mal direkt schon unseren Feuerstarter. Feuerbohrer herstellen da. Und die zweite Rinde, die habe ich mir schon direkt geholt, damit ich. Ah, hier, er hat es in der Hand sogar. Damit ich das hier gleich so platzieren kann. So, und dann starten wir hier gleich das Feuer. Und die anderen beiden Stöcke, die zerlege ich jetzt erst im Nachhinein, damit ich hier direkt die Zeit effektiv genutzt habe. Dann kann das Feuer schon mal langsam heiß werden. So, und aufteilen. So. Ich glaube, das reicht sogar schon, oder? Genau, machen wir das mal hier rein. Ey, yo, jetzt fällt mir gerade ein. Man kann doch mittlerweile hier schärfen, aufteilen. Ist das nicht mittlerweile so, dass man da so ein Speer bauen kann? Moment mal, das Feuer muss eh kurz warm werden. Also bis es halt Betriebstemperatur erreicht hat, können wir ja nochmal kurz die eine Hütte hier abchecken. Hier spawnen jetzt keine Steine anscheinend. Nee. Ey, yo, da vorne läuft ein Zombie. Warte mal, der Zombie will doch zu einem Spieler hin, oder? Ich muss vorsichtig sein. Der ist jetzt gerade in das Haus reingelaufen. Aber der ist nicht aggressiv, der Zombie. Ist anscheinend nur so ein Runner. Ja, so ein paar Knochen wären geil, oder? Oh, hi. Moment. Autsch. So, immer die Angriffsmuster beobachten. Also das Kämpfen wurde. Oh. Das Kämpfen wurde erheblich besser. Die Hüte fliegen immer noch so komisch auf den Köpfen rum in DayZ. Lol. Das Kämpfen haben die wirklich verbessert, muss man sagen. Auch wenn die eigentliche geplante Zombie-Überarbeitung, die ja versprochen wurde, jetzt doch nicht kam. Aber.
ich find's gut, wie man mittlerweile die Angriffe der Zombies durch seine eigenen Schläge so mehr oder weniger abblocken kann. Also man kann die Zombies jetzt so zurückstoßen, effektiver, mit schweren Schlägen vor allem. Ja, den einen Zombie müssten wir eigentlich mitnehmen, ne? Den müssten wir eigentlich gerade mal mitnehmen. Vielleicht hat der die rettende Zucchini, weiß ich, ne? Das weiß man halt nicht. Aber schade, dass wir gerade keine Steine gefunden haben. Dann hätte ich mir so einen Speer gebaut. Mit dem Speer kann man bestimmt auch gut kämpfen. Guckt, was habe ich gesagt? Da, der hat's dabei gehabt, die Pipsi. Die rettende Pipsi. Jetzt guckt mal, wie Essen und Trinken hochgehen mit dem Teil. Da ist so viel Zucker drin, dass sogar der Apfel hochgeht. Oh, perfekt. Oh, jetzt habe ich Bock im echten Leben auf eine Pepsi, Leute. Pepsi meine ich, nicht Pepsi. So, Freunde, also, Betriebstemperatur dürfte erreicht sein. Ja, 500 Grad, jetzt geht's hoch. Also gut, dann werde ich mir das Plus-Symbol kurz holen, bis gleich. Perfekt. Wir haben das Plus-Symbol. Das Feuer ist langsam auf 800 Grad hochgeklettert. Aber... ja, mit dem Plus kommen wir auf jeden Fall relativ weit schon mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, Leute. Also, man muss ja wirklich sagen, ich bin ja eigentlich komplett raus aus dem Game. Ich spiele das ja nicht mehr aktiv. Deswegen die Frage an die, die das aktiver spielen. Ich meine, klar, das meiste ist wahrscheinlich jetzt nur so Gefühl und Gerücht, aber wie ist denn das, wenn ich jetzt länger am Feuer sitze, dann müsste doch eigentlich dann das Plus-Symbol, wenn ich jetzt noch ein, zwei Minuten länger sitzen bleibe, müsste das Plus-Symbol doch auch länger vorhanden sein, oder? So war das doch meiner Überzeugung nach. Oder, ich glaube, das lag an der Kleidung. Also wenn man sehr warme Kleidung anhat, dann bleibt das Plus-Symbol, glaube ich, länger. So war das, glaube ich. Das hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun, wie lange man am Feuer sitzt. So, schauen wir mal weiter, Leute. Gehen wir mal hier der Reihe nach das durch. Aber schaut, ich habe jetzt die eine Pipsi getrunken und ich habe immer noch, obwohl ich jetzt gerade 2 Minuten Aufnahmepause gemacht habe, aber die Pfeile gehen trotzdem immer noch nach oben. Ah, da ist ein Pilz. Ja, den nehmen wir mal mit, den Pilz, zum Not. Ey, geil, hier, auch. Das ist das, was einige Zuschauer auch im letzten Video schon meinten. Und was ich auch so bestätigen kann, aus Erfahrung. Auch bei so Heuballen zum Beispiel oder da drüben bei dem Apfelbaum, da sind plötzlich lauter Sachen gespawnt. Einfach nur, weil wir in der Nähe waren als Charakter. Den Stein hier kann man nicht looten, oder? Nee. Ah, schade. Ich hätte echt gerne irgendwie Knochen oder sowas. Oder Steine, dass ich mir so ein Speer bauen kann. Aber gut, jetzt versuchen wir mal mit dem Messer durchzukommen. Hier, das Huhn ist auch am Start. Also schaut mal, Leute, ne? Am Anfang, eigentlich müsst ihr nur in einem Haus, wenn ihr einen Charakter startet. Natürlich jetzt nicht in der Challenge, wir wollen ja nur von Zombie-Nahrung leben. Aber... oh, geil. Da. Aber, ne, hier da drüben jetzt ein Feuer gemacht. Autsch. Man muss eigentlich nur ein Feuer an einer Stelle machen. In der Nähe muss man gucken, dass da Heuballen existieren. Und... autsch. Und vielleicht noch ein Apfelbaum in der Nähe. Auf Livonia funktioniert das nicht so gut. Mit dem Spawnen von solchen Nahrungsmitteln. Ah, hier ein getarnter Rucksack, Leute, mit 35 Platz. Den getarnten nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und die Sprite von dem Zombie können wir direkt wieder schnabulieren. Perfekt, Alter. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ja, und wenn man das Feuer macht und sich das Plus-Symbol abholt, hat man schon mal weniger Energieverbrauch. Dann holt man sich das Plus-Symbol, ist geschützt vor dem Wetter für eine Zeit, auch wenn man keine gute Kleidung hat. Oh, perfekt, hier das Rohr. Das ist eine sehr gute Nahkampfwaffe. Wobei, gegen Spieler sind stumpfe Waffen gut, habe ich gehört. Aber gegen Zombies sollen die Scharfen besser sein. Ja, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das ist auch so eine Neuerung im Spiel, die seit dem letzten Patch drin ist. Habe ich irgendwo gelesen. Ah, Netzgeflecht, okay. Ja, und dann, während ihr praktisch am Feuer wart, euch aufgewärmt habt, habt ihr schon... hier. Habt ihr praktisch schon eure
Spawns ausgelöst um euch herum mit Pilzen oder irgendwelchem Kram. Und dann, wenn ihr Glück habt, findet ihr auch noch gleich einen Huhn, so wie ich jetzt gerade um die Ecke gesehen habe. Und dann habt ihr schon irgendwo in der Nähe ein Feuer am Start auch noch und könnt das dann gleich mitbenutzen. Also es ist eigentlich echt nicht schwer, ne? Der perfekte Start sieht eigentlich genau so aus. Hätte eigentlich fast ein extra Video verdient, oder? Autsch. Oh, come on, was ist denn los hier? Ich glaube, man muss mittlerweile gar nicht mehr so hoch zielen. Die Entwickler scheinen da irgend so eine kleine Anpassung vorgenommen zu haben, dass man nicht mehr so hoch zielen muss auf den Kopf. Früher war das halt ganz krass, da musste man immer sehr hoch zielen. Ja, schade, die haben leider nichts dabei. Aber läuft gut bis jetzt, muss ich sagen, Leute. Das einzige Problem bei dieser Challenge ist halt jetzt wirklich ernsthaft, dass wir am Strand sind und deswegen halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir auf Spieler treffen, die uns... Ja, ne? Die uns zum Problem werden könnten. Ah, hier, perfekt. Nagelkiste. Die Nägel nehme ich mal mit, weil man könnte ja vielleicht... Vielleicht einen Baseballschläger finden. Und der hat dann vielleicht... Na, nicht vielleicht, der hat dann garantiert die Möglichkeit, dass man die Nägel da anbringen kann. So, aber bis jetzt sieht's gut aus. Also es scheint sich zu bestätigen, dass man wirklich überleben kann. Nur mit Zombie-Nahrung. So, da haben wir auch nochmal einen Zombie. So, jetzt nochmal genau beobachten, wie ist denn das jetzt hier mit dieser Stange? Autsch. Ja, nee, geht eigentlich. Also mit der Stange bin ich jetzt genauso stark wie mit dem Messer eigentlich. Ah, perfekt, eine Jeanshose. So, die Pilze. Ja, die nehme ich mal mit zur Not. Falls wir wirklich Notfallnahrung brauchen. Das haben wir in der letzten Challenge auch schon so gemacht. Da hatten wir ja auch ganz knapp die Challenge geschafft, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass ich tot umfalle. Und kurz darauf war es dann so, dass... Ja, das Essen praktisch fertig war am Gemüsebeet, kurz bevor ich am Verhungern war, ne? So, mit dem Klebeband repariere ich jetzt direkt meine Kleidung, denn dann gibt die mir nämlich ein bisschen mehr Isolation. Gerade bei der Challenge, wo wir so wenig Nahrung zur Verfügung haben, da ist das halt echt wichtig jetzt, dass wir die Klamotten voll fit halten. So. Ja, noch ein bisschen müssen wir die Jeans reparieren. Okay, das sieht gut aus. Ja. Aber die Stofftasche kann man nicht reparieren mit dem Klebeband, oder? Ah, jetzt habe ich alles aufgebraucht. Never mind. Normalerweise kann man die Rucksäcke so nicht reparieren. Aha, da ist der Zombie hingelaufen. Der hat auch so eine Umhängetasche bei sich. Das finde ich auch ganz cool, dass die Zombies mittlerweile so viele Rucksäcke bei sich haben. Also so kleinere Taschen halt. Als Lösung vorübergehend, bis man was Besseres gefunden hat. Denn diese bunten Rucksäcke vom Strand, die waren halt immer, ja, null getarnt, ist die Sache. Gehen wir mal hier der Reihe nach durch. Die Garage muss ich dann auch noch mitnehmen. Auf dem Server sind... Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Das sind, glaube ich, so um die 15 Spieler. Ich habe jetzt extra einen Server genommen, der nicht ganz so voll ist. Denn es geht ja in der Challenge jetzt nicht darum, gegen Spieler zu kämpfen. Sondern herauszufinden, wie overpowered das mit dem Zombie-Loot immer noch ist. Wobei, die Frage haben wir ja eigentlich schon geklärt, ne? Also... Wirklich OP sind die Zombie-Loot-Spawns nicht mehr, so wie früher. Aber dafür haben die halt jetzt Taschen und so. Das ist halt ein cooler Ausgleich irgendwie. Arbeitshose. Oh, Hallöchen. Autsch.
Oh, come on. Ich glaube, man muss immer noch relativ hoch zielen. Aber gefühlt ist die Reichweite von den Waffen nicht mehr so gut. Ja, hier eine warme Mütze. Ah, eine ruinierte Mütze. Okay. Okay, okay. Aber was mir gerade auffällt, ist, mein Charakter, der bekommt nicht mehr diese schwarzen Umrandungen, wenn er so Schläge abbekommt. Nur diese Ohnmachtsumrandungen. Also dieser Helm scheint echt gut zu schützen. Das war ja lange Zeit in DayZ so, dass die Helme eigentlich so gut wie gar nichts gebracht haben, aber das ist auch nicht mehr ganz aktuell jetzt. Die helfen echt gut. Ah, hier, was zum Feuer starten, cool. Die Road Flares, die sind echt cool. Die kann man einfach einmal umknicken und dann kann man da... Dann kann man da Feuer damit starten. Das ist echt ein gutes Teil am Anfang. Auch ein unterschätztes Item eigentlich. So, dann gehen wir mal weiter Richtung Elektro und mein Ohr juckt gerade eben. Jetzt muss ich hier kurz stehen bleiben. So. Problem gelöst. So, dann gehen wir weiter. Aber funktioniert bis jetzt ganz gut. Klar, die Salzstangen, die haben jetzt nicht so viel geholfen, aber dann die zwei Pepsis dazu. Ja, also das hier ist auch von Livonia mit hier reingebracht, ne? Diese Mähdrescher hier. Die haben ja auch an Genaros ein bisschen was gemacht. Das ist schon cool zu sehen, ne? Dass man so ins Spiel reinkommt nach langer Zeit und dann doch noch sieht, dass da zumindest ein bisschen was passiert. Also, ja, die Entwickler tun halt, was sie können, um das Spiel weiter zu pflegen. Auch wenn so das Ganze nur noch, ja, so ein kleines Wartungsteam an dem Spiel arbeitet. Oh, oh, da vorne liegt, glaube ich, was Totes. Ein Zombie oder so. Okay, da könnten wir Probleme bekommen. Ja, eine Spitzhacke hätte ich halt noch gerne, dass wir hier schneller die Zombies wegschnitzeln könnten. Aber andererseits mit der Brechstange. Ich meine, die Brechstange ist ja ein scharfes Werkzeug. Und scharf ist ja besser gegen Zombies. Und stumpf besser gegen Spieler. Wie ich das so gehört habe. So, den Kunststoffstift, den nehmen wir auch noch mit. Denn mit dem können wir auch Westen reparieren. Ja, da oben sind auch noch ein paar Zombies. Jetzt will ich mal kurz abchecken, was da gerade eben los war mit... Ja, hier. Ach, schau her, ein Spieler. Ja, den Verband nehme ich auf jeden Fall mit. Wahrscheinlich hat er sich einfach von Zombies killen lassen, der Spieler. Vielleicht war das der Typ, der vorhin diesen Zombie aufgeschreckt hat. Oh mein Gott, wo kommt der jetzt her? Ja, ich glaube, die Brechstange ist besser, weil die ein scharfes Werkzeug ist. Die killt die Zombies ein bisschen schneller wie das Rohr, habe ich das Gefühl. 30 Platztasche. Au, 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 au. Alright. Und der dritte. Der hat nur einen Anglerhut dabei. Na komm, jetzt rennen wir mal ein kleines Stück. Ich will jetzt hier nicht im Freien einfach so rumstehen. Ich würde sagen, wir looten uns etwas abgelegen von der Hauptstraße, damit uns nicht gleich jeder entdeckt. Wir uns weiter. Und dann gehen wir mal Richtung Police und hoffen da auf eine Schusswaffe. Dann kann ich das nochmal so versuchen wie vorhin, ne? Mit hinter so einem Fenster verkriechen und... Oh Mann. Oh, das ist immer so ganz schlimm, ne? Deswegen habe ich gehofft, dass diese Zombie-Überarbeitung halt noch ins Spiel kommt. Die Zombie-Überarbeitung, die jetzt gecancelt wurde. Das finde ich immer noch so super nervig, dass die Zombies durch einen durchrennen. Und dann musst du dich umdrehen und suchst den Zombie wieder und was ist jetzt? Und oh Mann, das ist so ein Problem, was die nie in den Griff bekommen haben. Da finde ich, ne, um mal hier ein gutes, positives Beispiel zu nennen. Seven Days to Die oder Scum, das sind Spiele, die haben in meinen Augen den Kampf gegen Zombies sehr gut umgesetzt. Also vor allem Seven Days to Die hat das meisterhaft gelöst, das Zombie bekämpfen. Und wie das so funktioniert mit den einzelnen Waffen und so. Also die lassen sich halt auch gut bekämpfen und Skill wird halt belohnt, wenn man Seven Days to Die trainiert hat. Und Scum, ja, Scum ist auch ganz okay eigentlich in der Hinsicht.
Oh, Entschuldigung. Und ich bin halt immer der Meinung, DayZ hat halt so hier und da seine Clunkiness, keine Frage. Vor allem, wenn es um Zombies geht. Und das Bekämpfen von Zombies. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung in meinen Augen, wie man als Spieleentwickler ja, Probleme mit dem Spieldesign, die man nicht gelöst bekommt, ja, lösen kann. Und zwar ganz einfach. Nice, wieder Bier. Okay, sehr gut, Leute, wir kommen gut durch. Ja, indem man einfach die Zombies so wie früher One-Hit macht. Ich meine, wenn die Zombies nicht richtig funktionieren im Spiel, in ihrem Design und in ihrem Verhalten und allem, nicht so, wie es von der Spielbarkeit her angenehm ist, dann macht es einfach so wie in der Alpha damals, dass die Zombies One-Hit sind. Auf den Kopf mit der Axt oder so. So wie früher 1.0 auch. In der Alpha war es die ganze Zeit so. Ich kann zwar den Grundgedanken verstehen, dass man in den Zombies eine Herausforderung beibehalten möchte. Eine Gefahr. Aber, also, man muss halt unterscheiden, ne? Bei Seven Days to Die sind die Zombies halt eine Gefahr. Eine Gefahr, weil sie gefährlich designt wurden von den Entwicklern. Aber auch faire Chancen bieten, wie man sie bekämpft. Durch das Gameplay. Indem man sich irgendwo hochbaut oder ne, auch so Sachen wie Kopftreffer sind sehr wichtig in Seven Days to Die, damit man die Zombies schneller down bekommt. Und dann kann man sich entscheiden, nehme ich vielleicht einen Zweihandhammer mit, habe dann dafür halt sehr wenig Ausdauer, weil der Zweihandhammer viel Ausdauer verbraucht. Aber dafür ist der Zombie dann One-Hit in den Kopf. Wenn du ihn allerdings nicht triffst mit dem Zweihandhammer, dann hast du halt ja, ne, Pech gehabt. Und da hast du halt immer so ein, das ist immer so ein bisschen Schere, Stein, Papier in Seven Days to Die. Also es hat alles irgendwie seinen Grundgedanken und Designphilosophie von Seiten der Entwickler erfahren. Und bei DayZ ist es halt so, die Zombies sind halt schwierig, weil sie nervig sind und weil sie schlecht gemacht sind. Und es ist aber kein Problem. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine das gar nicht kritisch. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Zombies so komisch sind in DayZ. Und um einen teilweise herumtanzen und dadurch halt super nervig sind. Ah, nice, eine Kartoffel und ein Messer. Die Kartoffel könnten wir dann grillen nachher, dann hat die höheren Nährwert. Beschädigt, beschädigt. Ja, das ist eigentlich alles kein Problem. Man muss halt einfach nur die Zombies One-Hit machen. So wie früher, dann passt. Naja, okay. Hey, cool, wir haben eine Waffe gefunden, Leute. Mit einem Schuss drin. Ja. Zack. Ich glaube, der Sound ist doch ein bisschen zu leise, ne? Müssen wir doch nochmal ein bisschen höher drehen. So, Freunde. Ah ja, Rauchgranate. Tja, so eine Packung 380 wäre jetzt schön. Ein Magazin haben wir schon mal. War da gerade ein Schuss? Ich habe gerade irgendwas gehört. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht war es auch also irgend so ein Knacken in meinem Kopfhörer. Ich habe keine Ahnung. I don't know. I don't know. Ich nicht knowen. Ja. So. Sehr schön. Ein Ersatz. Magazin. Was haben wir hier? Oh, geil. Hey, cool. Voll gute Waffen am Start. Damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was anrichten. Ja, und jetzt kann ich meine Zombie-Farm starten, die ich geplant hatte. Also praktisch mit der Waffe schießen und so die Zombies anlocken. Ups.
Das will ich aber jetzt. Ja, will ich es in Elektro machen? Ich weiß nicht. Oder gehen wir doch lieber in ein anderes Dorf? Ich glaube, das Video wird heute schon länger gehen, als ich ursprünglich dachte, denn das mit den Zombies funktioniert ja bisher recht gut. Ach, egal, die Lampe brauche ich nicht. Brauche ich Etzala nicht. Ah, da ist noch ein Zombie. Ja, perfekt. Nehmen wir den noch mit. Ich darf irgendwie die Häuser hier nicht vernachlässigen. Denn Kleidung und so. Wir bräuchten eigentlich auch mal wieder wärmere Kleidung, ne? Hier das Militärzelt müssen wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Machen wir mal Platz. Schuhe weg. Ja, da sind auch noch ein paar Zombies. Das Zelt nehmen wir noch auf jeden Fall mit. Ja, oder wir machen hier mal schnell unsere Zombie-Farm. Komm. Wir stellen uns hier hin. Und jetzt locken wir nach und nach die Zombies an. Mit jedem Schuss kommen jetzt mehr. Ah, verdammt. Jetzt habe ich schon den ersten Schuss. Was? Er hat einen Kopfschuss überlebt. Ja, perfekt. Jetzt kommen alle. Die sollen jetzt alle zu dem Fenster hierher laufen. Und dann sammle ich das ganze Loot ein, was die hier liegen lassen. Ich hoffe nur, dass kein Spieler das hört. Aha, wo laufen die jetzt hin? Warte mal. Hä? Wieso laufen die jetzt da nicht zu dem Fenster hier hin? Na, komm schon. Ah. Er ist genau richtig stehen geblieben. So, die verrückte Lady hier, die dürfte auch mal stehen bleiben, bitte. Dann könnte ich hier auch einen Kopfschuss verpassen. Oh, geil, jetzt kommen alle. Verdammt, Ladehemmung beim letzten Schuss. Ja, das haben die kaputten Magazine so an sich. Also jetzt ist halt wirklich Glück gefragt, ne? Es darf halt jetzt kein Spieler irgendwo sein. Perfekt. So, nächstes Magazin. Ratsch, ratsch. So, wie sieht's denn aus? Ja, das sind schon noch ein paar hier. Oh ja, das sind noch richtig viele. Aber die sind alle so unruhig, die Zombies. Die sollten mal hier stehen bleiben. Da ist noch eine. Verdammt. Schuss versemmelt. Ach, als ob. Ja, ich glaube, ich verprügel die letzten einfach so. Wow, sind da viele. Nein, mach zu, mach zu. Oh Gott. Oh mein Gott. Na, warte mal, die Schrotflinte hebe ich auf für Spieler. Mal schauen, wenn ich hier in das Fenster hingehe, ist dann besser. Es wäre halt echt geil, wenn die Zombies mal aufhören würden, so durch die Gegend zu rennen, wie so Bekloppte. Ja, ich glaube, hier ist ein bisschen besser an dem Fenster hier. Ach, auf die Entfernung ist die Skorpion nicht so präzise. Das muss ich aufhören. Sonst verschwende ich unnötig Muni. Aber jetzt dürfen wir doch bald alle Zombies durchhaben, oder? Oh,
Okay, Fanta. Oh, das sieht gut aus. Holy shit. Das sieht richtig gut aus. Okay, ganz kurz nochmal eine Kontrolle hier machen. Ob ich wirklich alle Zombies durch habe. Wie sieht die Tasche aus, die der eine hatte? Platz 35. Ja, die gleiche habe ich schon. Okay, jetzt schnell weg hier. Das hat viel zu viele Leute angelockt. Also klar, der Server ist relativ leer. Vielleicht habe ich auch gerade Glück einfach nur. Ja gut, relativ leer nicht, ne? Der ist halt einfach... Vorhin hatte der 15 Spieler, aber das kann sich ja geändert haben, weil oft werden die Server auch einfach nur leer wegen... wegen der Dunkelheit. Und sobald sich das ändert, kommen die Spieler wieder rauf auf den Server. Jetzt hauen wir erstmal ab hier. So. Ach, das war tatsächlich sogar... das letzte Magazin. Ah, hier, das Wertehäuschen müssen wir auch noch mitnehmen. Auch wegen Muni, ne? Dann können wir die gleiche Aktion nochmal wiederholen. Aber schaut mal, Leute, wie gut das funktioniert. Klar, es ist ein mega riskanter Spielstil. Oh, shit, da ist ein toter Zombie. Okay, weg hier. Ah, nee. Ich hau von hier ab. Das ist mir jetzt alles ein bisschen zu riskant. Oh, Muni für meine Skorpion. Sehr schön. Wenn hier ein toter Zombie rumliegt, dann wird hier auch ein Spieler sein. Puh. Na, eigentlich sollte ich nicht rennen. Allein schon wegen der Wärme. Oh, meine Angriffe habe ich so schlecht getimed gerade. So, schnell verbinden. Ja, jetzt muss ich auch bald wieder gucken, dass ich an... dass ich an irgendein Feuer rankomme. Und ich verzehre sofort mein ganzes Essen, denn wenn mich ein Spieler killt, dann kriegt er das alles. Ja gut, also wegen Inventarplatzproblemen, hier, das werfen wir weg. Die trockene Tomate kann ich auf jeden Fall auch noch schnabulieren. Das Ding hier würde ich auch gerne mitnehmen als Anzünder. Ja, wobei, das nimmt viel Platz weg. Ja, wobei, wir haben sogar ein bisschen Platz theoretisch. Hier. Also der Gasbrenner, den nehme ich immer ganz gerne als Feuerzeug, wenn ich noch kein Feuerzeug gefunden habe. Denn man findet ja ab und zu mal so eine Gaskartusche. Und die Gaskartuschen nehme ich ja sowieso immer mit, wegen Gaskocher. Ja, okay, Freunde, gut. Dann... dann flitzen wir mal in Richtung Wald dort rüber. Beziehungsweise wir könnten da oben bei der Schule noch schauen, dass wir da ein paar Zombies noch mitnehmen. Und dann irgendwo weiter oben im Norden werden wir mal gucken, dass wir da dann nochmal ein Feuer starten. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich nochmal Aufnahmepause machen. Mensch, wir nehmen schon seit einer Stunde auf jetzt. Also ohne Schnitte, wohlgemerkt. Ich mache ja zwischendrin immer Aufnahmepause. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt eine ganze Stunde aushalte. Ja, okay, gut, der erste Versuch, der zählt ja nicht. Aber der zweite Versuch, der geht jetzt fast eine Stunde schon. Und das ist erstaunlich, ja, wie lange ich schon durchhalte, nur mit Zombie-Essen. Obwohl ich gerade gerannt bin, habe ich sogar jetzt weißen Apfel bekommen. Ah ja, da ist nochmal ein Zombie.
Es schüttet in Strömen. Ah, Wasser. Wasser, Wasser, das könnten wir... Können wir das abkochen? Ja gut, wenn ich jetzt Medikamente oder so finde, dann könnte ich das Wasser einfach so trinken, ne? So, der Kaban ist moderat isoliert. Die Jeansjacke ist kaputt. Dann... Wow, 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 hast du mich gerade erschrocken? Ja, das Wasser könnten wir trinken, aber das macht mich halt krank. Das abgestandene Wasser von dem Zombie. Ja, komm. Wir haben eine warme Jacke. Da ist noch ein Zombie. Aber wenn wir den down haben, dann gucken wir mal, dass wir Richtung Norden hochkommen. Und dann mal gucken, was da so zombie-technisch noch abgeht. Also am schlauesten wäre für die Challenge eigentlich jetzt immer von Police zu hangeln. Ah, geil, hier. Beschädigte Paprika. Aber die müsste auch relativ viel Energie geben. Also ganz ehrlich, Leute, nach diesem Video kann keiner mehr behaupten, DayZ wäre zu schwer und man verhungert ständig. Also, wenn ich jetzt nicht mal mehr das gelootete Essen essen darf mit der Challenge und nicht mal mehr aus einem Brunnen trinken darf. Also Zombies finden und killen. Gut, das Zombies killen ist halt am Anfang ein bisschen schwieriger als Anfänger, glaube ich, weil... Ah ja, hier, nochmal getrocknet. Die getrockneten Sachen könnt ihr essen, ne? Die schauen zwar ungesund aus hier, aber wenn das Obst und Gemüse getrocknet ist, dann könnt ihr das bedenkenlos essen, das ist kein Problem. Ja, und klar, ne, man muss halt die Zombie-Angriffe und so richtig timen, aber ich habe ja auch schon mal vor Ewigkeiten ein extra Video gemacht darüber, wie man am besten Zombies bekämpft und so. Und ich glaube, ich habe das sogar erwähnt. Nee, das war sogar in meiner Neuauflage von dem Anfänger-Guide. Da habe ich das erwähnt, dass die Schlagabfolge von den Zombies auch immer so berücksichtigt werden muss. Und dass man halt im richtigen Timing blocken muss und so. Und dann geht das eigentlich ganz gut klar. Das Kämpfen gegen diese Zombos. Gepolsterte Handschuhe. Oh, die sind gut. Die haben sogar ein Muster drauf, Leute. Die kenne ich noch gar nicht mit so Totenkopf. Ja, das sind so Lederhandschuhe, die sind auch ganz neu mit dem letzten Update gekommen. Gut isoliert, moderat. Hier, dann nehmen wir die Jacke. Das ist eh meine Lieblingsjacke. Ich mag diese Bomberjacken in DayZ. Die sind einfach stylisch. So, Freunde, let's go. Dann gehen wir mal Richtung Norden. Jo, genau, ja, und wenn man die Zombie-Angriffe richtig timet und die Schlagabfolgen richtig berücksichtigt und richtig blockt, dann kriegt man auch relativ wenig Schläge ab. Am besten lockt man die Zombies immer einzeln zu sich her, wie ich es im Guide auch schon erwähnt habe. Und dann könnt ihr easy die Zombies abfarmen. Und wie man sieht, es funktioniert. Also man kann wirklich überleben, nur mit Zombies killen. Jetzt bin ich halt gespannt, wie ist das, wenn wir weiter Richtung Norden gehen. Das Teil könnten wir eigentlich auch mal aufschneiden. Hä? Warte mal, kombinieren? Kartoffel? Ach, die ist ruiniert, die Kartoffel. Oh nein. Ja gut, Leute. Ah, da ist ein Jägerstand noch. So, nächstes Dorf. Ich habe schon eine Idee. Oh ja, das sind richtig viele. Moment. Da weiß ich schon, was ich tue. Gut, 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 gut. Komm, 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 komm. Mit Ingame Mikrofon, Spracherkennung. Mal eben hier ein paar angelockt. Autsch. Hier aus den Gewächshäusern raus kann man ja, wie wir schon rausgefunden haben, recht gut die Zombies bekämpfen. Na lol, den hinteren habe ich getroffen, obwohl der voll weit weg stand. Wie ist das denn möglich? Okay. Oh wow, sorry für diese komische Rookie-Partie, aber anders kann ich den Zombie gerade nicht bekämpfen. Es ist einfach so geil, ne, wie clunky DayZ halt immer noch ist. Aber das ist halt so dieser Charme irgendwie auch, ne. Was wäre DayZ ohne diese Clunkiness? Jetzt geht aber bald die Brechstange kaputt.
Hier, auf den Kopf noch. Na komm. Triff doch, danke. So, wunderschön. Und den letzten noch. Oh, geil. Direkt eine Zucchini. Let's go. Na komm, ist doch. Let's go, Alter. Richtig gut. Es läuft. Also auch bei denen, die jetzt ein bisschen weiter Landesinnere sind, auch da spawnt noch ein bisschen Loot auf jeden Fall. Es hat ja mal geheißen, dass das Loot bei Zombies besser sein soll am Strand direkt. Angeblich. Das konnte ich aber nicht feststellen. Also ich habe auch schon im Norden öfter mal jetzt die letzten Monate, wenn ich mal selten das Spiel angeworfen habe, ja, unterwegs war, dann habe ich da auch immer wieder Zombies gekillt und die haben eigentlich in der gleichen Menge Essen, weiß ich meinem Gefühl nach. Jetzt gehen wir mal das Dorf hier noch durch. Aber im Großen und Ganzen, ey, guck mal mein Essen und Trinken an. Also wir können ja mal kurz ein Fazit ziehen, Leute. Wir sind noch mitten in der Aufnahme. Das Video ist noch nicht zu Ende, Leute. Aber wir ziehen einfach mal so ein Fazit, okay? Also, man kann nur von Zombies, Nahrung, die Challenge, das kann man überleben, das geht. Also, DayZ ist in der Hinsicht sogar fast, ja, sehr vereinfacht worden, muss man sagen. Finde ich aber prinzipiell cool, weil man findet halt jetzt Zeug, das macht das Spiel halt irgendwie weniger frustrierend und mehr spaßig. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und ich stelle gerade fest, wir haben hier richtig was Geiles gefunden. Wir könnten jetzt das Wasser von dem Zombie nämlich noch abkochen. Und ein Messer nochmal. Aber das brauchen wir nicht mehr. Wir haben schon so viele Messer gefunden auf dem Weg. Was jetzt noch geil wäre, oh, hi. Wäre einfach eine Packung Patronen. Also Schrotpatronen oder für die Skorpion jetzt noch ein paar Patronen. Damit wir hier einfach nochmal diese Zombie-Farm machen können. Mit durch Fenster schießen. Dann würde das halt alles ein bisschen beschleunigt werden. Das wäre schon geil irgendwie. Ist halt weniger mühselig, jeden Zombie einzeln wegzuklatschen. Ja, aber nach diesem Video kann keiner mehr behaupten, dass DayZ irgendwie noch zu schwer wäre. Man muss aber auch dazu sagen, Leute, mir ist es wirklich aufgefallen, seit die Entwickler diese Vereinfachungen hier ins Spiel gemacht haben, dass man auch mehr Loot bei den Zombies findet und so. Seitdem sind auch die Aufrufzahlen von zum Beispiel auch Tutorials, die sind immer noch gut, die Aufrufe auf meine Videos, keine Frage, auf meine alten DayZ-Videos. Das sind immer noch jede Woche ein paar hundert, aber dieser extrem hohe Andrang an diese Tutorial-Videos ist einfach komplett vorbei mittlerweile. Was auch einfach daran liegt, dass die Entwickler da einfach diese Anpassungen vorgenommen haben. Und da ist eine Ziege da drüben. Wir könnten eigentlich mal in Third Person gehen. Haben wir auch schon die ganze Zeit gar nicht gemacht, ne? Komm, wir rennen jetzt mal noch den Rest. Essenstechnisch schaut es ja recht gut aus. Ich denke, ich werde gleich nochmal ein Feuer anschüren. Denn das ist jetzt noch eine letzte Sache, die wir machen könnten. Dass wir... Moment, wir brauchen hier ein paar Stöcke. Brennholz. Ah, geil. Das ist so ein Brennholzbusch, der so fette Hölzer gibt. Okay, das Messer ist im Eimer. Nächstes Messer. Gott sei Dank findet man mittlerweile 1000 Messer im Spiel. Das ist auch häufig geworden, gell? Durch die Zombies spawnen deutlich mehr Dinge, also Werkzeuge wie zum Beispiel Messer und so. So, Ofen, rein damit. Rein damit. Und wir brauchen noch ein Stück Rinde.
Für den... Halt, nein, Quatsch, was mache ich denn? Wir brauchen gar keine Rinde. Ich hätte ja einfach die Notfackel direkt nehmen können. Fällt mir gerade ein. Vorhin habe ich noch damit geprahlt, mit meinem Fachwissen der Daisyologie, dass ich hier eine Fackel mitnehme als Anzünder. Und jetzt habe ich vergessen, dass ich das Teil dabei habe. Naja, bei der Vielfalt von Items ist es ja auch irgendwie kein Wunder. So, egal, dann verschüren wir das Teil eben. Oder behalten wir es gleich im Inventar, komm. Dann haben wir für später was. Jetzt könnten wir gerade mal gucken. Ah, warte. Erst müssen wir... hier. Auffüllen. Warum auch immer er den Topf jetzt auskippt. Aber meine Idee ist die, dadurch, dass ich jetzt einen Topf gefunden habe, Leute, will ich jetzt das Wasser da drin abkochen, sozusagen. Oh, geile Schuhe. Die sind sehr gut. Genau, durch das abgekochte Wasser habe ich dann wieder mehr Flüssigkeit am Start. Und was noch geil wäre, ein Speer bauen. Aber brauchen wir den jetzt überhaupt noch? Ich glaube, so stark ist der Speer gar nicht, oder? Lohnt sich das überhaupt? Oh, nice, wieder eine Pepsi. Ja, ist gar kein Problem, man kann locker überleben. Capri-Hose, schwach isoliert. Ein Gewehr nochmal gefunden, auch cool. Ah, Neset, cool. Ja, dann können wir mit dem Neset nochmal unsere Sachen reparieren. Dann sind wir auch vor Kälte nochmal besser geschützt. Geil, nochmal eine Shotgun-Patrone. Dann tun wir die Weißen mal wegwerfen, dass wir hier nichts durcheinander bringen. Wow. Autsch. Natürlich. Ein Cut direkt. Okay. Die haben beide nichts. So, jetzt mal schnell rein hier und verbinden. Wenn das so weiterläuft, dann haben wir bald unsere... Ah, das darf ich nicht aufheben. Dann haben wir bald unser Essen und Trinken sogar voll auf Weiß. Also noch einfacher könnte es kaum sein. So, ah ja, nochmal ein paar Zombies. Ach komm, die erschieße ich jetzt schnell. Ich habe keine Lust hier jetzt. 1000 Jahre. Nice, nochmal was zu essen. Keine Lust hier nochmal 1000 Jahre jetzt. Drauf zu prügeln. Okay, cool. Und nochmal hier die Fleischpastete. Oh nein. Jetzt habe ich doch noch ein paar mehr angelockt als erhofft. Jawohl, okay. So, wunderbar. Dann haben wir gleich die Fleischpastete noch am Start. Komm, wir gehen mal eben rein ins Haus. Haben wir hier noch irgendwo ein... ein Stein? Nee, ne? Aber das... Ah ja, perfekt. Das kocht schon. Bevor das hier verkocht, nehmen wir es lieber runter. Also, Fleischpastete, schweres Wort. Und das 200 Grad heiße Wasser. Ja, ich meine, wenn es dampft, kann man es ja trinken, oder? Ja klar, ne? Wenn der Dampf oben so aus dem Deckel rauskommt, was ja gerade der Fall war, dann kann man es bedenkenlos trinken, dann ist es sicher abgekocht. Dann geht das. So. Jetzt nehmen wir mal hier die stylische Mütze, die gefällt mir besser. Und wir reparieren auf jeden Fall die Bomberjacke, dann haben wir nämlich... direkt. So. Ah, warte, wir können ja das hier auch so, ne? Das geht ein bisschen schneller, wenn man das in die Hand nimmt und dann das hier so draufzieht. Also wenn ihr das macht, die Jacke so auf die Hand draufziehen, auf den Slot, dann behaltet ihr währenddessen eure Klamotten an. Ah, schade, die Hose ist ruiniert. Ah, cool, die Stofftasche kann man mit dem Neset reparieren, sehr geil.
Machen wir auch noch schnell, bevor das Teil ruiniert ist. Okay, perfekt. So. Kann ich den Stab noch mitnehmen? Geht nicht. Dann nehmen wir den auf den Rücken. Ah, perfekt. Das Plus haben wir auch schon. Das Plus habe ich jetzt anscheinend schneller bekommen, weil ich den heißen Topf in meinem Inventar hatte. So erkläre ich mir das jetzt einfach mal, dass das so schnell kam. Okay, jetzt hätte ich irgendwie Bock, noch einen Speer zu bauen und zu testen, wie stark der ist. Das wäre jetzt noch mein Wunsch. Aber es sieht gerade schlecht aus. Das Spiel gönnt einfach keine Steine gerade. Vielleicht auf dem Weg hier. Das habe ich ehrlich gesagt auch nie verstanden, dieses Spawn-System von den Steinen auf den Wegen. Also anscheinend gibt es hier so bestimmte Wege, nur so Trampelpfade. Das hier, das ist jetzt kein Trampelpfad, sondern so ein geerdeter Weg für Fahrzeuge. Auf denen spawnen die, glaube ich, nicht die Steine. Aber übrigens, das erwähne ich jetzt gerade ein bisschen spät, aber unter dem letzten Video habe ich es ja schon verlinkt. Ich will dieses Jahr wieder 100 Euro spenden. Wohltätig. In dem Sinne, an rettetdashuhn.de. Ich kann ja nochmal den Link unten reinpacken in die Videobeschreibung. Und ja, die Ansage kommt ein bisschen zu spät, aber ja, ich tue sozusagen YouTube-Werbeeinnahmen spenden. Das heißt, einfach, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wollt, könnt ihr das Video ohne Werbeblocker komplett durchlaufen lassen. Und dann kriegt das hier schön Viewtime, wird noch mehr Leuten vorgeschlagen und dann sind die Einnahmen, die wir daraus erzielen, hoch genug, dass ich die 100 Euro spenden kann und dann passt das. Oder zumindest der größte Teil von diesen 100 Euro eingenommen wird. Also natürlich geht das nicht innerhalb von einer Woche, so krass lukrativ ist YouTube jetzt nicht, aber über einen langen Zeitraum hinweg gleicht das sozusagen die Spendenzahlung dann wieder aus. Denn so ein Video ist ja viele Jahre online und wird immer wieder mal aufgerufen. Ja, machen wir keine Wissenschaft draus. Genau, also wenn ihr Bock habt, ohne Werbeblocker, dieses und das letzte DayZ-Video, wo wir auch schon die Challenge gemacht haben, mit den Konservendosen. Hey, aber Leute, ich würde sagen, wir haben es bewiesen. Also unser Charakter hier, ja, der ist topfit, ausgerüstet. Ja, die Hose könnte man jetzt noch erneuern. Komm, den Futterstand da vorne nehmen wir noch eben mit. Oder ist das ein Futterstand? Ja. Ja. Hier ein Kompass noch. Ja. Ein Survival-Item. Ja, cool, Leute. Also, ich würde sagen, Challenge geschafft. Erster Versuch kläglich gescheitert, aber zweiter Versuch einfach direkt am Strand geblieben und die ganzen Zombies weggehauen, Feuer gemacht. Dadurch das Plus-Symbol abgeholt, dadurch weniger Energieverbrauch, dadurch mehr Zeit gewonnen. Und in der ganzen Zeit, ja, Waffe finden, Zombies wegschießen am Fenster. Dann findet man genug Zeug. Das Wasser konnte ich abkochen mit dem Kochtopf. Hat echt super funktioniert. Also die Challenge hat echt Spaß gemacht, Leute. War auf jeden Fall eine coole Idee, das mal auszuprobieren. Und damit habe ich auf jeden Fall bewiesen, ja, okay, es ist nicht mehr so wie früher, dass man endlos krass viel Nahrung bei den Zombies findet. Aber es ist immer noch genug, um normal überleben zu können. Ja, mit diesen Worten, Leute, habt einen schönen Tag noch. Danke für eure ganze Unterstützung. Danke an die ganzen Kanalmitglieder für die monatliche Unterstützung vor allem. Ansonsten Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr Bock habt, ist mir eigentlich wie immer egal. Aber ja, macht es halt einfach für den Algorithmus. Und Abo, wenn Lust und Laune. Wenn ihr allgemein gerne Survival Games guckt, dann ist ein Abo bei mir nicht verkehrt. Ich bin jetzt nicht einer, der immer das gleiche Spiel spielt. Aber ja, ne, auf jeden Fall schönen Abend euch noch. Haut rein und ciao.